Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich war wieder fleißig hier am Wursteln bauen. Der eine oder andere hat es natürlich schon gesehen bei YouTube Shorts, dass die Anlage ein bisschen verändert hat von der Optik. Dazu gleich mehr. Ja, und ich habe natürlich den Anlagenteil auf der anderen Seite weiter gestaltet, was mir ausgesprochen gut gefällt. Da bin ich schon richtig gut vorangekommen, das seht ihr natürlich jetzt gleich. Das Highlight, sage ich nur, ist der pinke Kreisverkehr. Ja, natürlich ein bisschen an meine Frau, aber ist auch eine moderne Geschichte, denn hier und da sieht man natürlich auch moderne Kreisverkehre, die auch ein bisschen farbig gestaltet sind. Bei uns zum Beispiel in Bechtersbach, da ist zum Beispiel einer, der ist in Türkisfarben mit. Ja, also auch was Modernes. Warum nicht? Ne, man muss ja nicht immer nur alles grün bepflanzen und was auch immer. Ja, dann habe ich noch so dazu eine kleine Spur N-Lok auf den Kreisverkehr draufgestellt, was optisch auch sehr, sehr gut aussieht, meiner Meinung nach. Ja, dann würde ich sagen, leg mal los und ja, würde ich sagen, viel Spaß. Hier kommt immer der schöne Zug reingefahren. Da kommt der schöne 185er mit den Rundwagen und den schönen, den wunderschönen Rheingold. So, würde ich sagen, los geht's mit dem Video. So, oh, ich bin nicht mehr ganz drauf, aber jetzt. Der ein oder andere hat es ja schon gesehen, wo ich diese wunderschöne 218er laufen lassen habe mit dem ganzen Wagenpark jetzt im Bewegdesign. Und hier so einen schönen 185er. Die hat der ein oder andere auch schon bei YouTube Shorts gesehen mit dem, was sind das eigentlich, Rumwagen, genau. Und natürlich auch hier mit der Baureihe 03 und den Rheingoldwagen von Lilliput. Muss ich sagen, einer meiner Lieblingszüge, weil allein wenn man reinschaut da mit den Lampen und so weiter, das sieht schon verdammt geil aus. Ja. Jo. Genau, da habt ihr ja gesehen, dass meine Anlage sich nochmal verändert hat vom Schienekreis. Ja, ich mag es einfach noch einfacher und schlichter haben, und dazu habe ich einmal hier in sechsgleisigen Bahnhof gebaut. Da wird so eine, ja, Landschaftswandgestaltung, wie auch immer, Trennung sein, denn hier hinten ist dann noch mal ein fünfgleisiger Güterbahnhof hingekommen und ja, hat sich das Ganze etwas verändert. Und ja, hier ist dann halt noch mal so ein Knick, wie auch immer, reingekommen, wo gerade der Rheingold lang fährt. Genau, also nichts Besonderes, ganz schlicht gehalten. Trotzdem bin ich mir sicher, es wird relativ schön. Gerade hier vorne die Bahnhofsgeschichte mit den Stadthäusern. Mal was anderes vorne und nicht im Hintergrund. Gefällt mir persönlich sehr gut. Nichtsdestotrotz wird es natürlich nicht so flach bleiben. Es wird hier und da eine Brücke, Landschaft, ein Hügel, zum Beispiel hier auf der Ebene, wird es komplette Landschaft mit Burg und was weiß ich alles geben. Also so ist es nicht. Genau. Ja, der eine mag es vielleicht, der andere nicht, aber letztendlich muss es mir gefallen. Und ich möchte einfach nach 5 Jahren nur bauen, einfach mal im Großen und Ganzen fertig werden und dann einfach spielen. Ja, mehr will ich eigentlich gar nicht. Und natürlich auf eine gewisse Art und Weise soll es schön aussehen, und das mache ich natürlich auch. Das seht ihr nämlich jetzt gleich dann hier nebenan, was ich da noch Schönes gebaut habe. Ja, dann würde ich sagen, zeige ich euch nicht nur das hier, oder das habt ihr jetzt gesehen, sondern auch das, was ich hier drüben Schönes gebaut habe bei der Kleinstadt. Ja, ihr seht richtig, manche nennen sie Nadelbäume, manche nennen sie auch Pfeifenreiniger. Mir ist es letztendlich jetzt völlig wurscht, mir gefällt es, denn ich habe mich nochmal an den anderen Bäumchen ausprobiert und die sehen immer noch scheiße aus. Und aus diesem Grund habe ich jetzt einfach gesagt, ich habe keine Ahnung wie viele, 100 Stück, ich glaube 500, 600 Bäume habe ich von den Dingern da. Und ich werde jetzt auch kein extra Geld ausgeben, nur damit ich die anderen Bäume habe. Mir gefällt es, reicht mir völlig aus, von daher bleiben die da stehen. So, der eine mag es, der andere nicht, den anderen ist egal.
mir gefällt es und das Wichtigste. Und deswegen habe ich natürlich gleich noch ein bisschen weitergebaut, ja, und habe dann auch hier gleich noch ein paar gesetzt. Ja, so sieht das Ganze aus und es sieht auch wirklich nicht schlecht aus, oder? Na, steht noch der Lind auf der Strecke. Ja, also ich denke, das kann man zeigen. Sieht gut aus und das Wichtigste. Ja, ansonsten habe ich hier den ganzen Bahnhof schon geschottert. Genau, da ist auch noch weiße Spuren vom Schotterkleber. Das muss jetzt erstmal trocknen. Und wenn ich das gemacht habe, getrocknet ist, dann kann ich da wieder ein Stück weiterbauen. Ja, also ich denke im Großen und Ganzen sieht gut aus. Ich gehe nochmal auf die andere Seite, damit ihr es auch nochmal sehen könnt. Ja, das kennt ihr ja schon, aber so den Anblick jetzt hier auf die Bäumchen dahinter, das ist doch okay. Und da ich ja Spielebahner bin, passt das ja auch wunderbar. Na, gut. Ja, der Schotterkleber ist natürlich jetzt getrocknet und ja, sieht natürlich dementsprechend gut aus. Dann habe ich schon mal so kleine Ecken dazwischen hier schon mal mit Gras noch befüllt. Habe jetzt hier noch so einen Weg hingemacht, der noch nicht ganz trocken ist. Ein bisschen wellig, da muss ich schon was drauflegen. Ja, da kommt hier jetzt noch eine Hecke hin. Da kommen noch ein paar Bäumchen hin. Ja, dann habe ich hier noch zwei Windkraftanlagen gesetzt, die auch funktionieren mit Solar. Das heißt, wenn gleich die Sonne hier drauf scheint, dann drehen die sich allerdings zu schnell. Aber ich habe das schon ausprobiert, wenn ich das oben ein bisschen abklebe, dann drehen die sich nicht mehr ganz so schnell. Will ich mal ausprobieren, ob das gut funktioniert. Mal schauen. Wenn sie nicht drehen, ist auch nicht schlimm. Ja, genau, da. So sieht es aus und ja, jetzt bastle ich noch ein bisschen weiter. Aber kann nur noch eine halbe Stunde machen, dann muss ich nämlich Essen kochen. Ja, also dann machen wir ein bisschen weiter. Ja, ihr Lieben, wenn man gerade mal nicht an der Modellbahn ist, dann steht man in Gießen in der Abstellung und wartet eigentlich darauf, dass ein Zug kommt, den man wegstellen muss oder abstellen muss, aber irgendwie ist keiner da. Stattdessen stehen natürlich jede Menge andere HLB-Züge hier rum. Also wir sind hier in Gießen, ist die HLB dominiert, definitiv. Ja, da natürlich auch der Mittelhessen-Express die HLB gewonnen hat, steht hier überall HLB rum. Nur mein Zug nicht. Das sind ja alles Elektro-Triebzüge und ich fahre ja Dieseltriebzüge. Tja, und da ist keiner hier und deswegen mache ich erstmal ein bisschen Pause. Tja, so ist das halt. Gut, und ja, dann würde ich sagen, wenn ich zu Hause bin, bastel mal wieder ein bisschen an der Mopa. Also dann, ciao. Vor lauter Basteln habe ich euch wieder vergessen mitzunehmen. Aber so ist das halt, wenn man bastelt und baut und dann ganz die Zeit vergisst und natürlich auch das Video drehen. Dann entsteht sowas hier, wie ihr gerade sehen könnt, mit einem schönen ja, Einkaufscenter, Lidl und Edeka, einen Kreisverkehr, eine Auffahrt, Häuser, Bäume, Autos und so weiter. Und das Highlight, würde ich sagen, ist hier der Kreisverkehr. Der ist natürlich noch nicht ganz fertig, denn hier muss auch, das muss erstmal trocknen, dann kann ich die ganzen Steinchen noch da wegmachen. Und dann kommt hier oben noch, das ist ein Spurengleis, da kommt noch eine kleine Dampflok drauf, zumindest habe ich das so geplant. Ich muss mal gucken, wo ich eine herbekomme. Ich habe leider keine mehr. Ich hatte mal welche, aber blöderweise habe ich die verkauft. Aber so ist das halt. Man denkt ja nicht an alles. Aber die kriegt man ja, so eine kleine defekte Lok oder Standmodell kriegt man ja für kleines Geld. Und ja, mal schauen, ob ich eine herbekomme. Ja, ist noch nicht ganz fertig. Das heißt, hier fehlen noch ein paar Figuren. Hier oben auch noch ein bisschen Grünzeug und Zeug, was auch immer. Und das werde ich jetzt mal versuchen weiterzumachen. Und dann kommt hier auf jeden Fall noch da vorne Plexiglasscheibe, so dass das auch nochmal geschützt ist, wenn nämlich die Katzen hochhüpfen wollen. Das ist nämlich auch nicht gut. Und natürlich auch hier wegen den Nägeln, dass sich da keiner verletzt halt. Ja, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, hat auch was, oder? Tag später, es ist schon wieder einiges passiert hier, wenn es auch nur Kleinigkeiten sind, wie zum Beispiel die kleinen Männlein, hoppla, was war das? Ah, mein anderes Handy. Ja, ein paar Figuren sind eingezogen hier noch.
Der pinke Kreisverkehr ist fertig. Ja, das ist schön trocken. Jetzt fehlt nur noch hier oben eine schöne kleine Lok drauf. Mal gucken, ob ich die auch noch irgendwo jetzt herbekomme. Ja, auch hier noch ein paar Figuren, die halt beim Lidl sind, einkaufen gehen wollen, beim Edeka, wie auch immer. Aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel da oben ist noch eine kleine Pfeiftafel hingekommen. Denn hier oben ist ja ein Bahnübergang. Der ist noch nicht ganz fertig. Das mache ich jetzt auch noch die nächsten Tage. Aber Andreaskreuz sind schon da. Genau, und auf der anderen Seite ist auch eine Pfeiftafel. Genau, also das sieht doch schon sehr, sehr schön aus. Auch noch ein bisschen Büsche sind hier hingekommen noch. Ja, also im Großen und Ganzen sieht das doch sehr schön aus. Ja, und jetzt warte ich nur noch, bis die Schröpfchen da sind, damit ich hier vorne Plexiglas dran machen kann. Ja, eine Lok drauf, Bahnübergang fertig machen und dann ist der Abschnitt hier hinten fertig. Gut, ein paar Lämpchen könnte ich noch hinstellen. Im Hintergrund seht ihr ja den Kreisverkehr mit der kleinen Schiene drauf. Also da, ja. Und ich fahre jetzt mal ins Schnäppchenparadies Bad Orb. Da war ich ja schon ein paar Mal, denn da habe ich angerufen. Die haben kleine Spur-N-Loks, die auch defekt sind für einen Zehner. Und ist genau das, was ich haben möchte. Und da fahren wir jetzt gleich mal hin und hoffen, die haben was Schönes da. Aber wie gesagt, ich habe ja angerufen, eigentlich schon. Vielleicht finden wir auch noch was anderes. Mal gucken. Also dann melde mich dann nochmal. Ja, ihr Lieben, so sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Ja, die kleine Lok hat geparkt auf dem Kreisverkehr. Und ich würde sagen, es sieht auch ganz gut aus. Ich mache oben, glaube ich, nochmal die Lok ein bisschen sauber. Die ist gerade ein bisschen staubig noch. Aber jetzt sieht das Ganze doch hier vom Gesamtpaket sehr, sehr schön aus. Oh, ich habe auch noch einen kleinen Einkaufswagen bekommen. Da, ne? Wie die Einkaufswagen müssen ja sein. Trotzdem will ich mir da noch ein paar besorgen. Gibt es ja vom Faller. Und das Taxi ist ein bisschen vom umgefallen. Ja, so sieht das Ganze aus hier jetzt. Also richtig Leben da. Ne? Und muss sagen, gleich kommt der Zug vorbeigefahren. Das sieht auch richtig klasse aus. Ne? Also ich denke, das kann sich definitiv sehen lassen hier. Na? Sehr, sehr schön. Gefällt mir wirklich richtig gut, was ich da zusammengezimmert habe. Ja, einzig was noch fehlen tut, sind ein paar Bauarbeiter, die vielleicht noch im Gerüst arbeiten. Da muss man gucken, vielleicht habe ich da noch ein paar Männlein rumfliegen. Ansonsten werde ich mir da noch ein paar besorgen. Ja, aber vom Detail her muss ich das sagen, oder? Es sieht auch wirklich fantastisch aus, meiner Meinung nach. Oh, die Fahnen sind ein bisschen schief, aber das macht nichts. Ja, also ich würde sagen, eine moderne Szene, die hier entstanden ist, mit den Gebäuden, mit dem modernen Kreisverkehr, mit den Lebensmittelmärkten. Also wirklich so eine moderne, ja, lebendige Geschichte, auch die Bäume, Landschaft, das sieht alles sehr, sehr gut aus, auch wenn gleich wieder der Zug angefahren kommt. Ich denke, das kann sich wirklich richtig gut sehen lassen. Ja, ich denke, viele Details auf jeden Fall, sehr, sehr schön, ne, egal Büsche, Bäume. Ganz toll, aus verschiedenen Perspektiven hat das definitiv was. Immer richtig von oben, der Vogelperspektive über den ganzen Bereich. Ja, ich glaube, kann sich wirklich sehen lassen. Auch wenn man rumgeht um die Ecke. Das Bahnhofsgelände, da muss noch ein bisschen dran. Das sieht man jetzt noch nicht. So, lass mal den Zug hier mal anhalten im Bahnhof. Ja, da kommen wir angefahren. So, mal die Leute ein- und aussteigen. Bahnsteigbereich muss natürlich noch
gemacht werden. Da fehlen auch Bahnsteiglampen, Leute und so weiter natürlich. Ja. Ja. Und weiter geht's, würde ich sagen. Und natürlich auch mal die Pfeife hier. Sieht das da wirklich sehr, sehr schön aus. Und der eine oder andere hat ja auch bei Instagram schon mal gesehen, wo der Zug hier, also der Linz stand oder steht. Und ich glaube, das sieht hier auch richtig gelungen aus. Sehr, sehr schön. Ja, ansonsten hier ist auch noch, wo die Halbreliefhäuser stehen, ist auch noch alles so mit Gehweg ausgestattet hier, mit Laternen und noch ein paar Birkenbäumchen. Ja, auch hier mit der Tankstelle, das sieht wirklich klasse aus. Ja. Ja. Und auch von hier oben sieht das Ganze doch richtig toll aus mit den Gebäuden. So ihr Lieben, ich dachte mir, ich lasse den Zug noch mal auf das Nebengleis am Bahnsteig fahren. Halten an, so wie es in der Realität auch war, Fahrgäste raus und dann geht's ab zur Tankstelle. Ja. Einmal anhalten. So. Türen schließen. So, und jetzt muss er sich vorstellen, jetzt hat er den Fahrdienstleiter angerufen, der Lokführer, und hat die Erlaubnis, zur Tankstelle zu fahren. Ja, normalerweise werden ja passende Signale gestellt auch, die habe ich jetzt noch nicht hier, aber selbst wenn keine Signale da wären, könnte man, wenn die Zustimmung da ist vom Fahrdienstleiter, dann dahin fahren. Ja. Ja. Und so ähnlich habe ich das natürlich auch gemacht mit dem Fahrzeug. Ja. Ja, und wenn wir tanken waren mussten, dann müssen wir auch immer den Motor ausschalten. So, und wir haben dann auch Zugschluss schon angemacht, damit wir auch dann entsprechend wieder zurückfahren konnten oder halt Spitzensignal, je nachdem, was wir halt hatten. Da wir aber bei den GTBs immer das manuell einstellen mussten, haben wir direkt immer, wenn wir als Zugfahrt weitergefahren sind, direkt den Zugschluss wieder reingemacht. Ja, und dann haben wir getankt und dann ging es mit Zustimmung natürlich vom Fahrdienstleiter, wenn wir angerufen haben, wieder zurück zum Bahnsteig und dann entsprechend, wo auch immer wir hingefahren sind. Ja, das wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Das kleine Video hat euch wieder ein bisschen gefallen, wie es hier vorangeht bei mir an der Modellbahn. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, eine schöne, moderne Kleinstadt hier unten. Ja, mit dem angrenzenden Reiterhof, landschaftstechnisch würde ich sagen, ist mir auf jeden Fall gelungen. Und auch mit dem kleinen Bahnhof sieht das, glaube ich, auch sehr, sehr schön aus. Auch natürlich hier mit so einem Triebwagen. Bald kommt hoffentlich derselbe Triebwagen in der hessischen Landesbahnlackierung. Den habe ich ja vorgestellt. Leider ist das Erscheinungsdatum verschoben worden von Juli auf Oktober. Gut, da steigt natürlich die Vorfreude noch mehr. Ja. Und deswegen ja, freue ich mich jetzt schon drauf, wenn dieser Zug dann erscheint in der HLB-Lackierung und ich den hier über die Anlage fahren lassen kann. Das ist sicherlich ein absolutes Highlight. Für mich auf jeden Fall. Ja, und ja, also ich bin wirklich, wie soll ich sagen,
Also mir gefällt das richtig gut, weil ich einfach hier, man könnte sagen, eine autarke Modellbahnanlage habe für den Nebenbahnbetrieb und drüben die Hauptstrecke für die großen und langen Züge. Und es macht auch einfach nur mal richtig Spaß, auch nur mal hier die Züge nur hier fahren zu lassen, ohne jetzt da drüben. Weil wenn ich auch im hinteren Bereich das noch das Drehscheibe und BW fertig habe, habe ich da wie so eine kleine eigene Anlage und das ist richtig klasse. Das macht auch richtig Spaß. Allein das Zugucken ist schon richtig entspannend, könnte man das sagen. Meine Frau will es jetzt kaputt lachen. Sie wird sagen, sie wird einschlafen. Das kann man sehen, wie man will. Ja, und für mich, also wirklich toll, toll geworden. Hätte ich nicht gedacht. Auch ja hier mit dem Plexiglas, was ich noch davor gemacht habe. Das hatte ich ja noch von meiner alten Anlage, die oben im Kreis rumgefahren ist, von der Spur G. Einfach aus Sicherheitsgründen, weil wir haben ja die Katzen, die müssen da nicht rumrotoren. Dann bleibt man vielleicht auch mal hängen oder so. Genau wie die Lilly gerade da hinten drüber gelaufen ist. Und genau das Plexiglas kommt auch dann drüben bei der anderen Anlage hin. So, jetzt ist der Zug stehen geblieben. Moment, mal kurz anschiebe. So, Zug, kannst weiterfahren. Jetzt los. Nicht mehr. Auch gut. Gut, hat schon Feierabend, ist nicht schlimm. Dann soll es das gewesen sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, euch gefällt es genauso gut wie mir. Auch mit dem kleinen Highlight, den pinken Kreisverkehr. Den habe ich natürlich meiner Frau zuliebe gemacht. Und sonst wäre der vielleicht nicht pink geworden. Aber die Lok, die wäre definitiv drauf gekommen, egal ob der Kreisverkehr jetzt pink oder anders geworden wäre. Gut, ciao, ciao.